Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal wieder um Lightroom und genauer gesagt möchte ich heute mit dir einen neuen Lightroom-Look kreieren, beziehungsweise ich werde ihn einfach mal erstellen und du kannst zuschauen und vielleicht diesen Look dann auch später übernehmen auf deine eigenen Bilder. Und zwar nenne ich das Ganze jetzt einfach mal Cinematic Blue. Das ist ein Look, der sehr häufig auch in Kinofilmen eigentlich zur Geltung kommt und deswegen finde ich ihn auch besonders cool. So sieht das Ganze vorher aus. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir diesen Look drauf haben. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Und das Tolle ist, ich werde dir auch am Ende zeigen, wie du das Ganze dann auf andere Bilder übernehmen kannst. Denn nicht jedes Bild ist gleich. Und entsprechend müssen wir bei jedem Bild auch ein paar Anpassungen dann noch machen, damit dieser Look überhaupt funktioniert. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Und was du auf jeden Fall noch machen kannst, mir auf Instagram folgen. Denn dort gibt es immer mal wieder neue Bilder von mir. Ich würde mich einfach freuen, wenn du mir auch dort folgen würdest. Von daher, StefanSchäfer90 heiße ich auf Instagram. Und ich hoffe, wir sehen uns auch dort. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und ich würde sagen, los geht's. So, ich zeige dir jetzt mal anhand mehrerer Bilder, wie ich diesen Look erstelle. Also wir fangen mit einem Bild an und ich zeige dir dann, wie man das auf andere Bilder auch übertragen kann. Denn es ist ja nun mal so, dass solche Looks immer ein bisschen anders angewandt werden müssen, beziehungsweise wenn man sich das auch als Preset abspeichert, dann wird es nicht immer zu 100% bei jedem Bild funktionieren, sondern man muss immer kleinere Anpassungen machen, dass das Ganze am Ende auch gut aussieht, weil natürlich jedes Bild auch ein bisschen anders belichtet ist, ein bisschen anderen Kontrast hat und auch eine andere Farbgebung. Und genau das möchte ich dir jetzt heute an diesem Bild oder an diesen Bildern mal genauer zeigen. Ich habe jetzt hier das erste Bild offen, das habe ich in New York aufgenommen, zur frühen Morgenstunde. Es war sehr, sehr neblig und leider standen hier auch sehr viele Fahrzeuge am Straßenrand. Ich denke mal, jeder, der in New York war, kennt diesen Spot. Das ist so ja, ein ziemlich cooler Spot eigentlich, weil man hier eine sehr schöne Flucht drin hat. Man hat einen sehr schönen 3D-Effekt hier mit drin. Aber man kennt dieses Bild eigentlich mehr so, wenn wirklich die Straße hier leer ist. Und wir hatten leider das Problem, dass hier sehr viele LKWs standen. Aber sei es drum, wir haben trotzdem da ein bisschen fotografiert. Und ich nutze jetzt dieses Bild, um mir mal diesen Look etwas näher zu bringen. Also, wie du jetzt vielleicht in der Vorschau schon gesehen hast, konzentrieren wir uns ja hauptsächlich hier auf die Farben Blau und Orange. Das sind so die beiden Komplementärfarben, die auch sehr gerne bei solchen Filmlooks verwendet werden, weil sie sich halt im Farbkreis gegenüberstehen und weil sie sehr gut miteinander harmonieren. Und das ist jetzt auch das erste Ziel, was wir so ein bisschen erreichen wollen, dass wir ja quasi diese beiden Farben ins Bild bringen und alle anderen Farben so ein bisschen eliminieren. Aber vorher werde ich erstmal noch so ein bisschen an den Helligkeiten arbeiten. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier mal die Tiefen ein bisschen nach oben. Die Lichter werde ich so ein bisschen abdunkeln. Ja, ich denke mal hier so minus 50 und plus 55 ist ganz okay. Ein bisschen die Weißwerte nach oben und die Schwarzwerte auch ein bisschen nach unten. Das mache ich jetzt hier übrigens nach Augenprinzip, gar nicht mit gedrückter Alt-Taste, wie ich das sonst mache, sondern einfach so ein bisschen nach Augenprinzip, um hier den Kontrast zu beurteilen. Ich werde auch den Kontrast insgesamt hier sehr, sehr stark reinbringen. Stärker, als man es normalerweise vielleicht machen würde. Aber das kommt in dem Look am Ende sehr, sehr gut. Du wirst sehen, dass wir natürlich dadurch ein paar Helligkeitswerte crashen. Aber dieser Look, das macht das Ganze so ein bisschen aus. Also das ist eigentlich schon wirklich gewollt hier an dieser Stelle. So, dann werde ich mal in die Gradationskurve hier reingehen und mir hier so eine S-Kurve bauen. Das heißt, gerade hier in den unteren Bereichen, in den Schwarzwerten von dem Bild, werde ich das Ganze so ein bisschen crashen hier. Das heißt, also die Schwarzwerte werden so ein bisschen nach oben gezogen. Und du siehst es hier auch im Histogramm, dass jetzt hier die Schwarzwerte so gut wie gar nicht mehr vorhanden sind. Also wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe, dann siehst du, wie das Histogramm hier von links nach rechts oben wandert. Und dann baue ich mir jetzt hier noch so ein bisschen Kontrast rein, indem ich jetzt hier die Schatten so ein bisschen abdunkel. Die Höhen hier, die werde ich mal so ungefähr wieder hier draufstellen. Und dann haben wir hier so eine leichte S-Kurve drin, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. So, jetzt haben wir zumindest schon mal so ein bisschen die Helligkeitswerte da, wo wir sie haben wollen. Und jetzt geht es um die Farbe. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in die Grundeinstellungspalette hier rein. Und ich denke mal, den Weißabgleich, den werde ich jetzt erstmal auf automatisch stellen. Gefällt mir auch immer noch nicht so gut. Von der Tonung her ist es eigentlich okay, aber von der Temperatur werde ich das Ganze jetzt hier mal doch noch ein bisschen weiter Richtung Blau schieben. Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Bild drauf an, aber das wirst du auch gleich dann sehen, wenn wir das Ganze auf die anderen Bilder rüber konvertieren. Ich werde noch so ein bisschen Dynamik und ein bisschen Sättigung hier mit dazugeben. Ja, und so passt es eigentlich schon mal ganz gut. So, und jetzt
Um alles Weitere zu machen, gehen wir jetzt als erstes mal ganz kurz in die Kalibrierung hier rein. Ich möchte so ein bisschen Primärwerte Blau ins Negative ziehen, also minus 25 ungefähr, und die Rotwerte so auf plus 25. Und da mir das Ganze von der Sättigung ein bisschen zu doll ist, werde ich das Ganze in der Sättigung jeweils so um minus 20 nach unten setzen. So, das passt eigentlich schon ganz gut soweit. Und dann gehen wir hier in die HSL-Tabelle rein. Und in der HSL-Tabelle, da können wir jetzt eigentlich so den grundlegenden Farblook erstellen. Und was wir jetzt hier machen wollen, wir haben ja gesagt, wir wollen uns auf Orange und auf Blau konzentrieren. Das heißt, wir müssen eigentlich alle anderen Farben so ein bisschen in diese Richtung schieben. Bedeutet jetzt hier zum Beispiel das Rot, das schiebe ich jetzt einfach mal Richtung Orange hier in dem Farbton, indem ich jetzt hier einfach mal diesen Regler nehme und den mal komplett nach rechts ziehe, weil dann bin ich nämlich genau in diesem Orange hier. Und genauso könnte ich jetzt hier auch das Gelb nehmen und das genauso komplett nach links ziehen. Und dann bin ich auch wieder hier in einem Orange. Und du siehst jetzt schon, wie wir jetzt hier diese Farben so ein bisschen auf dieses Orange reduzieren. Das ist schon mal soweit ganz gut. Ansonsten von den Farbtönen her ist es eigentlich ansonsten hier vollkommen okay. Viel mehr haben wir hier eigentlich in dem Bild nicht mit drin. Es geht jetzt hier viel mehr um die Sättigung. Also Magenta können wir relativ weit runtersetzen, Lila können wir relativ weit runtersetzen. Haben wir in diesem Bild sowieso nicht so krass gegeben. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal als Preset mal später abspeichern wollen, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn man diese Farbwerte hier so ein bisschen runtersetzt. Genauso das Grün, das kann von der Sättigung auch sehr weit runter. Ja, Gelb, Rot, Orange ist eigentlich okay soweit. Vielleicht sogar das Orange ein bisschen noch mehr sättigen. Das Rot kann vielleicht ein bisschen entsättigt werden. Das Gelb, ja, vielleicht auch so ein kleines bisschen entsättigen. Und das Blau eigentlich auch. Das Aquamarin kann relativ weit runtergesättigt werden. Jetzt haben wir hier oben eigentlich gar kein Blau mehr drin, aber das holen wir uns gleich zurück, keine Sorge. Jetzt nochmal ein bisschen in der Luminanz hier gucken, also in den Helligkeitswerten. Da werde ich auf jeden Fall das Orange nochmal ein bisschen anheben und das Gelb so ein bisschen anheben. Das Blau dafür ein bisschen dunkler machen, das Aquamarin ein bisschen dunkler machen. Ja, das Grün, das kann eigentlich so bleiben, das ist okay. Das Rot nehme ich vielleicht noch ein bisschen runter. Und Magenta und Lila, wobei, wie gesagt, das hat jetzt hier gar nicht so viel Input eigentlich in diesem Bild. Aber so grundsätzlich kann man das schon mal machen. So, jetzt haben wir hier schon zumindest mal das Orange sehr, sehr schön in dem Bild drin. Jetzt müssen wir uns noch so ein bisschen um das Blau kümmern und das mache ich hier in der Teiltonung. Und in der Teiltonung werde ich als erstes mal hier die Schatten nehmen. Da kann ich jetzt tatsächlich mal wieder die Alt-Taste drücken, weil jetzt kann ich hier nämlich den Farbton sehr gut beurteilen, weil ich temporär die Sättigung mit hier ins Bild bringe. Und da werde ich mir jetzt hier mal so einen schönen Blauwert aussuchen. So um die 200, 210, irgendwie sowas. Ah, das sieht ganz gut aus. Und jetzt hier schön die Sättigung mit reinhauen. Die kann man ruhig so auf 25%. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich werde auch in den Lichtern mir einen Blauwert hier suchen. Vielleicht nehme ich da mal so 205. Und hier werde ich auch so ein bisschen Sättigung noch mit reinhauen, so 10% ungefähr. So, und jetzt haben wir hier nämlich ein schönes Ergebnis. Jetzt haben wir hier nämlich genau diesen Blauwert und diesen Orangewert und eigentlich alles andere so ein bisschen ausgeblendet. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Jetzt kann ich mal hier noch so ein bisschen reingehen und das Bild noch so ein bisschen schärfen. Ja, auch so standardmäßig, Betrag von 80, ein bisschen maskieren hier das Ganze. So, mit gedrückter Alt-Taste kann ich das Ganze wieder machen. Und jetzt sieht das Bild auch eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Vielleicht geben wir noch eine kleine Vignette mit dazu. Ja, so minus 20, minus 25, um das ganze Bild noch so ein bisschen außenrum abzudunkeln. Und wenn ich jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Effekt mache, so sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr cinematisches Bild erstellt. Also das ist auf jeden Fall schon richtig gut geworden und wir haben hier einen schönen Farblook erstellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wenn man diesen Farblook mal so komplett in Instagram verwenden würde auf seinem Profil und damit so alle Bilder so ein bisschen durchziehen würde, dann hat man da auf jeden Fall richtig cool, qualitativ hochwertige Bilder. Das kann man natürlich jetzt so ein bisschen noch anpassen. Es muss jetzt nicht genau so aussehen. Ja, da kann man natürlich auch andere Farben für nehmen, die man in den Bildern drin haben möchte. Aber das ist natürlich hier so ein sehr populärer Look, ne? Also das ist auf jeden Fall was, was man öfter sieht. Von daher dachte ich mir, zeige ich dir das auf jeden Fall mal. So, und jetzt geht es darum, wie kann ich das auf andere Bilder übertragen? Also ich könnte jetzt erstmal das Ganze hier, die ganzen Einstellungen mal kopieren, indem ich jetzt hier mal Command und C drücke oder Steuerung und C bei Windows müsste das sein. Jetzt werde ich mal alles kopieren, außer das Freistellungswerkzeug. Gut, ich habe jetzt hier eh nichts freigestellt, aber mal grundsätzlich ist jedes Bild anders von der Freistellung her. Deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken und das eigentlich selber machen. So, jetzt haben wir hier mal ein anderes Bild, übrigens auch aus New York. Habe ich einfach mal die Kamera so kurz über den Boden gestellt und habe hier so einen Gullideckel in den Vordergrund genommen. Und hier fahren jetzt hier gerade so ein paar Taxis durch, die auch wieder diesen Orangewert haben. Und wenn ich jetzt hier mal Command und V drücke, dann kopiere ich mir das Ganze jetzt hier mal rüber. Und du siehst, dass dieser Farblook eigentlich hier auch schon ganz gut passt. Wobei ich jetzt sagen muss, hier
gefallen mir die Helligkeitswerte noch nicht so ganz. Also da ist der Himmel mir ein bisschen zu hell, deswegen würde ich jetzt hier mal die Lichter zum Beispiel ein bisschen weiter runtersetzen. Ich würde die Belichtung insgesamt noch ein bisschen weiter runtersetzen. Also minus 0,5 Blendenstufen. Und hier kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen Klarheit mit reinhauen. Hier kann man auch so ein bisschen Struktur mit reinhauen. Gerade hier so die Straße im Vordergrund, die hat ja sehr viel Struktur. Also da kann man schön mit Struktur hier arbeiten. Okay, vielleicht nicht ganz so doll, aber ich denke mal, hier so ein Wert ist schon echt cool. Und vielleicht auch sogar noch ein bisschen Dunst entfernen. Gerade hier oben das Gebäude, die Kante, um die noch ein bisschen klarer rauszuarbeiten, ist eigentlich Dunst entfernen an dieser Stelle echt cool. Und jetzt könnte man gucken, ob man zum Beispiel auch die Farbtemperatur hier mal noch so ein bisschen anpasst. Ja, oder man könnte auch jetzt in die HSL-Tabelle reingehen und zum Beispiel die Luminanzwerte von dem Blau ein bisschen noch abdunkeln. Einfach um das Ganze hier noch so ein bisschen mehr anzupassen. So gefällt mir zum Beispiel der Look hier bei dem Bild sehr gut. Und jetzt könnte man zum Beispiel mal auf das Bild hier mal umschwenken, wo wir ja teilweise so echt schon die Farben hier auch so drin haben, Orange und Blau. Ist in Berlin aufgenommen worden am Gendarmenmarkt, auch am frühen Morgen. Und wenn ich jetzt hier mal diesen Look rüber kopiere, dann siehst du zum Beispiel, okay, hier passt das Ganze eigentlich überhaupt nicht. Ja, also hier müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Hier zum Beispiel würde ich tatsächlich die Farbtemperatur erstmal sehr weit nach oben drehen, weil wir hier noch einen sehr bläulichen Himmel hatten. Also es war wirklich noch eine krasse blaue Stunde. Und da würde ich dann einfach mit der Farbtemperatur hier sehr stark entgegenregeln, damit wir hier nicht ganz so viel Blau mit drin haben. So sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Ja, und jetzt kann man aber natürlich auch hier wieder hingehen und zum Beispiel die Helligkeitswerte noch so ein bisschen anpassen, also das Ganze so ein bisschen heller machen hier vielleicht. Auch hier könnte man wieder so mit ein bisschen mit Klarheit und Struktur arbeiten noch, nicht zu viel in diesem Bild, aber so ein bisschen. Und jetzt könnte ich auch hier wieder in die HSL-Tabelle reingehen und zum Beispiel hier noch die Helligkeitswerte oder auch die Farbwerte von dem Blau noch so ein bisschen anpassen. Ja, also hier das Blau auf jeden Fall würde ich jetzt ein bisschen weiter heller machen. Vielleicht auch die Sättigung von dem Blau noch ein Stück weiter raus und vielleicht auch so ein bisschen den Farbton von dem Blau ein bisschen weiter Richtung Lila hier ziehen. Also so ein kleines bisschen einfach. Ich denke mal, so passt das schon ganz gut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese beiden Bilder dann hier miteinander vergleichen, jetzt haben wir hier schon einigermaßen den gleichen Farblook drin. Aber du siehst, man muss es halt bei jedem Bild immer wieder etwas anpassen. Das ist eigentlich so die Message, die ich hier mit rübergeben will. Wenn du dir solche Looks erstellst, dann pack die einfach nicht wild auf alle Bilder so drauf und exportiere sie sofort, sondern schau nochmal drüber, passt jedes Bild so ein bisschen an. Wie gesagt, nicht jedes Preset und nicht jeder Look passt bei jedem Bild 100%. Aber ich denke mal, so insgesamt kann man schon sagen, dass mir die Bilder hier echt gut gefallen. Jetzt könnte ich mal zum Beispiel hier reingehen und vielleicht sogar noch so ein bisschen das Ganze bläulicher gestalten. Aber so grundsätzlich gefällt mir das jetzt hier schon echt gut. Ein bisschen Struktur vielleicht noch rein. So. Und jetzt haben wir hier aber tatsächlich einen sehr, sehr schönen Look erstellt, wie ich finde. Mir persönlich gefällt er echt gut, werde ich vielleicht in Zukunft öfter mal anwenden. Gerade so bei Bildern, wo jetzt halt nicht so das krasse Wetter ist, sondern wo es halt eher so ein bisschen gräulicher ist, so ein bisschen stürmischer oder so. Da passt dieser Look richtig, richtig gut. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen dazu hast, baller sie einfach unten in die Kommentare. Genauso, wenn du weitere Look-Vorschläge hast, die ich hier mal zeigen soll, schreib sie auch einfach unten in die Kommentarfunktion. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Und wenn du Lightroom lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal auf meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es Videotrainings sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene für Lightroom. Also, ich würde mich freuen, wenn du auch da mal vorbeischaust. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!